Hallo zusammen, im heutigen Video geht es wieder mal um ein Porträt, diesmal mit einem blauen Kugelschreiber. Und diese Dame kennt ihr bestimmt. Und ja, wir beginnen einfach mit einer kleinen Vorzeichnung in Bleistift. Ihr kennt das wahrscheinlich bereits aus den Videos, dass wir als erstes immer die groben Umrisse uns skizzieren. Das ist sozusagen das Halbprofilporträt. Tipp an der Stelle, wenn euch das besonders interessiert und ihr das vielleicht von euch selbst oder von Verwandten, Bekannten, Freunden machen möchtet und lernen möchtet, schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da gehen wir ganz genau auf diese diverse Tutorials und Möglichkeiten, sowas zu skizzieren. Also hier seht ihr schon mal im Vorfeld die grobe Bleistiftskizze. Das heißt, an der Stelle könnte man schon erkennen, um wen es sich handelt. Wichtig ist, die Proportion beizubehalten und zu schauen, wie die Augen sind, dass die Nase natürlich ein bisschen breiter verläuft. Und dann beginnt man mit den Augen, die so ein bisschen die Form geben. Und man kann jetzt an der Stelle noch, das hat natürlich den Vorteil, wenn man mit minimalem Bleistift vorgezeichnet hat, dass man da noch ein bisschen variieren kann, falls der Bleistift nicht so die entsprechende Position hatte, dass man mit dem Kugelschreiber noch was revidieren kann oder verbessern kann. So, die Augen, langen Wimpern mit so einem schönen auslaufenden kurzen Strich. Und dann geht es auch sofort zu der Pupille, die wird ein bisschen ausgearbeitet, besser kennzeichnet. Und schon hat man ungefähr den Blick. Das Ganze wird seitlich nochmal ein bisschen skizziert, um mehr Tiefe zu erzeugen. Ganz wichtig ist bei der Schattierung, dass man unter dem Auge direkt, unter dem Auge diese weiße Fläche lässt. Weil da trifft das Licht auf, sozusagen spiegelt sich und wird an der Stelle deutlich heller. Das Ganze hier nochmal ein bisschen schattiert und immer wieder die 45 Grad Winkelschraffur. Das ist am einfachsten, um die Schatten und Licht Verhältnisse einzugrenzen. Hier unter der Nase noch ein bisschen. Da geht's lang. Und im Mund auch, der jetzt natürlich geschlossen ist, die Linie, die zwischen den Lippen ist, die wird dann deutlich dunkler sein, weil an der Stelle auch der Mund geschlossen ist und da ergibt sich eine dunkle Fläche, dunklen Spalt. Die Lippen werden anschraffiert. Mundwinkel ein bisschen dunkler gezeichnet, drumherum schraffiert. Es sind immer so wiederkehrende Elemente, die ihr immer wieder gleich skizzieren könnt, um erfolgreich so ein Porträt zu zeichnen. Natürlich jetzt hier beim Kinn, beim Grüppchen wird natürlich ein bisschen heller und dann geht es zur Lippe hin, also direkt unter der Lippe ein bisschen dunkler und ganz schnell schraffieren, schraffieren, mal wieder ein bisschen drüber gehen. Also was ihr bei uns im Kurs lernen könnt, wenn ihr so etwas lernen möchtet, ist, dass wir die Porträts sehr eigentlich locker skizzieren. Ihr könnt das auch wirklich als lockere Porträts lernen, aber auch dementsprechend auch als künstlerische Variante oder auch sehr, sehr realistisch. Es dauert eben ein bisschen länger, bis man so ein Porträt fertig hat, aber am Ende könnt ihr solche Sachen eigentlich problemlos zeichnen. Wichtig ist, wenn ihr das jetzt für euch selbst mal übt, dass ihr euch nicht immer um einen Punkt sozusagen auf einen Punkt konzentriert, wie zum Beispiel ein Auge und erstmal komplett vom Auge entfernt alles skizziert, sondern
Teilt euch das in verschiedene Bereiche auf, dass man vielleicht das Auge macht, das andere Auge, Nase, Mund. Dann guckt man wieder ein bisschen oben und am Haaransatz und am Hals schraffiert, um so einen Gesamtüberblick zu behalten und zu sehen, wie das Gesamtwerk wirkt. Ob man da jetzt noch vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger schraffiert. Hier werden die Seiten nochmal ausgearbeitet. Und die hellen Stellen, also die Wangen, werden einfach weiß gelassen. Unter dem Kinn natürlich ein bisschen dunkler. Da werden die Haare ein bisschen angedeutet. Man kann die auch komplett, aber auch nur teilweise veranschaulichen. Die Ohren werden skizziert und fast fertig ist das Porträt. Also das Ganze haben wir ein bisschen vorgespult, aber in der Realität hat das ungefähr so 20 Minuten gedauert und so ein Porträt ist fertig. Ja, das ist nochmal das Ergebnis, so sieht es aus. Wie gesagt, für die, die ein bisschen mehr lernen möchten, schaut unter onlinekurse.akademiro.de. Hier nochmal der Hinweis. Und ansonsten viel Spaß beim Nachzeichnen und bis bald, euer Akademiro-Team.